Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Forex.de. Das ist das Forex-Markt-Update. Heute schauen wir uns das Währungspaar US-Dollar gegen den japanischen Yen an. Gleich mal hier im übergeordneten Rahmen. Wir haben es hier natürlich mit dem Weekly Chart zu tun. Bislang ist alles so verlaufen, wie wir das wollten. Und zwar kam es zum Ausbruch aus dieser vermeintlichen Schulterkopf-Schulterformation. Die hatte ungefähr ein Ausmaß von 1000 Pip. Und seitdem ist der Kurs ja auch richtig schön in Richtung Süden gesunken. Aber wir haben eben noch ein kleines bisschen Platz, bis das Kursziel erreicht worden ist. Ich zoome mal ein bisschen ran. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ich versuche es mal möglichst genau. Moment, muss natürlich erst einmal erwischen. So. Also bis zum nächsten Tief, beziehungsweise bis zu diesem. Ich mach's mal hier raus. Bis zu diesem horizontalen Unterstützungsbereich, den wir hier sehen, der erstreckt sich von ca. 1,050 bis 1,060, also so 100 Pip ungefähr. Die umfasst er, und hier haben wir es mit dem Multi-Jahres-Tief von 2014 zu tun, beziehungsweise mit einem Multi-Jahres-Widerstand von Ende 2000 oder Ende Dezember 2013. Also definitiv ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Auch die Pivot-Points, wenn wir die mal einblenden, sagen uns, wo die Reise hier hingeht. Du bekommst zwar in Kürze hier mit dem Weekly 237 EMA, beziehungsweise mit dem noch aktuellen Weekly S2 Pivot Point und dem Monthly S3 Pivot Point zu tun, hier bei ca. 1,0640. Aber ja, ich bin mal gespannt, ob er das vielleicht auch noch schafft diese Woche. Ich meine, es ist heute nicht mehr viel Zeit, das sehe ich ein, aber das ist Freitag, heute ist Tagesschlusskurs, Wochenschlusskurs, Monatsschlusskurs, also heute geht es schon um viel. Aber wir haben eben noch den Daily S2 bzw. den Weekly S3 Pivot Point hier bei ca. 1,050. Der liegt wirklich exakt auf diesem Punkt. Und ich kann mir irgendwie nur schwer vorstellen, dass sich die Bären diesen Magneten hier entgehen lassen. Es ist auch nur noch ein Katzensprung. Also wenn wir uns diese Wochenkerze anschauen, ob sie jetzt hier diese 190 Pip noch macht oder nicht macht, ich glaube, daran soll es dann nicht mehr scheitern. Das Interessante ist ja eigentlich bloß, wie es dann weitergeht. Also, Moment, wir können mal kurz in den Daily Chart zurückspringen, da sehen wir uns mal an, was hier jüngst passiert ist. Denn es kam ja hier zu diesem Retest dieser aufwärts gerichteten Trendlinie im Daily Chart, beziehungsweise zum Test des Daily 50er, 55er EMAs bei ca. 1,1150. Darüber hatten wir in der letzten Analyse gesprochen. Hier hatte sich so ein schöner doppelter bzw. dreifacher Boden gebildet. Und ich hatte gesagt, okay, wenn er dann hier hochkommt, dann können wir uns nochmal einklinken. Und das geschah sehr, sehr entspannt. Er hat hier so eine Art so ein Double Top gebildet, beziehungsweise ist das erste Mal auch wirklich mit der Tageskerze hier mustergültig gescheitert an der Trendlinie, am Daily 50er, 55er EMA. Hier befand sich kein Pivot Point drüber, der irgendwie sehr, sehr wichtig war, weshalb man auch nicht so weit drüber stoppen musste. Und es war gleichzeitig das 61,8er Retracement dieser letzten Abwärtsbewegung seit Ende März dieses Jahres. So, was wir aber dazu sagen müssen, und das fällt sofort auf: Der Kurs hat sich eben in jüngster Zeit an diesen EMAs emporgearbeitet. Ja, wir haben angefangen 10er, 13er, 20er hier in Blau. Dann sind wir zum 34er EMA hochgelaufen. Da ist er noch sogar weiter runtergefallen als diese bisherigen Tiefs von 2016. Und jetzt eben der Daily 50er, 55er EMA. Darüber ist erst einmal nichts. Ja, darüber haben wir erstmal eine ganze Weile Platz bis zum 144er, schlussendlich bis zum 237er EMA. Was sagt uns das? Er sagt uns Folgendes: Es könnte sein, dass wir hier an diesem Punkt, also rund um die 1,050, wirklich in einen massiven Unterstützungsbereich gelangen und schlussendlich hier sich eine Long-Bewegung ähnlich dem Nikkei, dem japanischen Leitindex Nikkei, etablieren kann, beziehungsweise hier hochlaufen kann. Das Ziel dieser Erholung, das ist momentan noch nicht ganz klar, beziehungsweise könnte man sich jetzt darüber streiten, okay, also brauche ich nicht darüber streiten, ist ja egal, ob das Ganze hier sehr, sehr langsam verlaufen wird, indem es zum Beispiel hier diese Trendlinie entlang nach oben fährt, der Kurs, und dann schlussendlich mal diese vermeintliche Schulterkopf-Schulterformation und damit diesen horizontal beziehungsweise leicht aufwärts gerichteten Widerstandsbereich anläuft. Aber da sprechen wir eben ja über Ende diesen Jahres oder dieses Jahres beziehungsweise Anfang nächsten Jahres. Wissen wir noch nicht, ob das so lange dauert. Klar, es ist US-Dollar-Yen, der macht mal 6 Monate gar nichts, dann bricht er irgendwo hoch mit einer Kerze, dann macht er wieder 6 Monate gar nichts. Ja. Also so haben wir es schon oft gesehen im US-Dollar-Yen, deswegen würde es mich nicht wundern. Spielt aber keine Rolle.
Also wir können ja vorher in keinem Setup wissen, wie schnell das Ganze sein wird oder wie schnell das Ganze ablaufen wird. Aber wenn sich hier eine gute Möglichkeit bietet, sich zu positionieren und das Ganze dann in Richtung Norden zu traden, ja, warum nicht? Ja, also da habe ich dann ehrlich gesagt keine große Skrupel, das Ganze dann auch zu traden, denn warum? Ein gutes Setup ist ein gutes Setup. Ob es so ein bisschen länger dauert oder nicht, spielt keine Rolle. Dafür diversifizieren wir ja unsere Positionierung, beziehungsweise deshalb predige ich das ja immer, möglichst viele Handelsobjekte parallel zu traden, ein paar langfristig ausgelegte, ein paar kurzfristige, um so dieses Gefüge von kurzfristigen Bedürfnissen eines Gewinns zu befriedigen und gleichzeitig auch langfristige Investments aufzubauen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir so eine Gegenbewegung uns anschauen, beziehungsweise über diese sprechen, dann nutzen wir im Regelfall auch die Retracements, die Fibonacci-Retracements, um diese Rückzugsebenen zu konkretisieren, beziehungsweise in den Fokus zu rücken. Oder ins Scheinwerferlicht so richtig reinzubringen, dass sie quasi optisch wirklich sichtbar werden. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, diese letzte dynamische Abwärtsbewegung, die spielt sicherlich eine Rolle und die Fibonacci-Retracements, naja, sie überschneiden sich mehr oder weniger gut mit diesen letzten durchbrochenen Supports bzw. entstandenen Widerständen. Aufgrund der Dauer dieser Abwärtsbewegung bzw. dieser ganzen Marktphase, die wir hier gesehen haben, was wirklich Monate bzw. 2 Jahre gedauert hat, bin ich aber eher bestrebt, hier in den Monatschart zu wechseln, denn die Erholung erwarten wir demnach auch vorwiegend auf dem vorwiegend auf dem Monatschart. Und da fällt auf, dass diese Abwärtsbewegung, diese eigentlich wirklich dynamische Abwärtsbewegung, bereits hier begann. Ja, das würde ich mal ausschließen, denn es kam ja hier zu einem weiteren wirklich dynamischen Rückzug. Ja, da hat auch das 61,8er, 76,4er, 78,6er Retracement wieder eine Rolle gespielt. Deswegen klammere ich diese Bewegung aus, also dieses Hoch, das Tief und dann die nächste Rückzugsbewegung. Ich möchte mich wirklich hier nur auf diese konkrete Abwärtsbewegung konzentrieren, beziehungsweise mich darauf beschränken. Und jetzt kommt es eben ja, schlicht und ergreifend darauf an, wo das Ganze hier enden wird, ob es hier direkt bei der 1,50 enden wird oder eben ein Stück drüber, und dann können wir uns auch das Fibonacci-Retracement entsprechend genau einzeichnen. Und da fällt auf, dass jetzt die Retracements viel besser miteinander harmonieren, beziehungsweise mit den entsprechend entstandenen Widerständen. Ja, beispielsweise hier mit diesem letzten Hochpunkt, das 38,250er harmoniert besser und das 61,8er fällt genau in diesen Retest-Bereich, den wir uns ja wünschen, beziehungsweise den wir erwarten. Das ist jetzt auch gar nicht so schlimm, ob wir das jetzt hier die paar Pip höher, ja, ich weiß gar nicht, was das hier für eine Spanne ist. Das sind 200 Pip höher oder tiefer, das ist jetzt hier kein Beinbruch, denn wir warten ja schlicht und ergreifend sowieso auf die nächsten großen Signale, erst wieder am 61,8er. Wir werden zwischen diesen Retracements sicherlich traden und auch Positionierung aufbauen, aber das ist eben kein Beinbruch, wenn man sich in diesem sehr, sehr langfristigen Timeframe dann beim Fibonacci-Retracement hier um 200 Pip, um 200 Pip hier darüber streitet, ob höher oder tiefer. Denn wenn wir jetzt auf den kleineren Zeiteinheiten wie Daily oder H4 reingehen, dann legen wir sowieso jüngere Fibonacci-Retracements an. Ja, dann beispielsweise von dieser Bewegung oder sowas und planen unsere Einstiege dann danach. Deswegen das hier, dieses Fibonacci-Retracement von der großen Bewegung, sollte lediglich einen groben Überblick bieten. Das ist das Ziel dieser ganzen Sache. Übrigens hier im Monatschart fällt auch gleich auf, dass es wirklich diesen Tag, diese Woche, diesen Monat wirklich um vieles geht, nämlich um nicht nur den Weekly 237 EMA, um diesen horizontalen Unterstützungsbereich, sondern eben auch um den Monats 50er, 55er EMA. Und können wir darüber schließen, dann wäre das schon ein sehr, sehr gutes Zeichen in die Long-Richtung, dass wir uns hier stabilisieren können. Ja, ihr könnt ja wirklich im Tagesverlauf noch hier runterkommen, aber vielleicht dann zum Ende des Abends oder am Abend nochmal loslegen, nochmal Gas geben, hier vielleicht nochmal 150, 170 Pip in die Höhe steigen, um letztendlich hier in diesem Bereich zu schließen. Und was fällt noch auf hier im Monatschart? Ganz klar, es wird wahrscheinlich nicht das Ende der Fahnenstange sein, diese Short-Bewegung, die wir hier sehen. Als der Kurs hier oben war, da haben noch viele von 1,40 und 1,30 geträumt. Klar, das ist auch uns in den Sinn gekommen, aber spätestens als wir hier durch diese SKS gebrochen sind. Was ist eine SKS? Eine Schulterkopf-Schulterformation ist eine Trendumkehrformation. Und wir erwarten auch zum Beispiel im Nikkei, ja, der sehr, sehr stark korreliert mit dem US-Dollar-Yen, eine Trendumkehr. Sobald wir nochmal in Richtung 18.600, 18.800 Punkte gelaufen sind. Ja, und dementsprechend passt es auch von den Marktkorrelationen her. Und jetzt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir haben hier unten 2012 im Dezember bei der ca. 84er Marke, hier haben wir einen dynamischen Durchbruch gesehen. Auf Monatsbasis, auf Wochenbasis. Und dieser Bereich wurde nie getestet.
Nicht mal im kleinen Timeframe, also nicht mal im Daily Chart. Ja, also und deswegen rechne ich damit, dass dieser Unterstützungsbereich auch wie ein Magnet wirken wird und wir diesen Bereich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch erreichen werden. Das ist natürlich sehr interessant, insbesondere wenn wir uns hier dann im Norden nochmal Short einklinken können. Da sprechen wir dann vielleicht über ein Setup von über 3000 Pip. Aber das sind eben sehr, sehr langfristige Geschichten. Also da müssen wir uns darüber im Klaren sein. Wir werden diese Gegenbewegung, das, was wir hier kurz- und mittelfristig traden, auch alles mitnehmen, immer mal Gewinne mitnehmen. Aber so die ein oder andere Order, die möchte ich auf jeden Fall dann bis in Richtung Süden hier halten oder bestehende Positionen einfach bloß zur Hälfte schließen und den Rest in Richtung Süden dann laufen lassen. Aber momentan, da sprechen wir ja schon über ganz weit entfernte Zukunft, aber momentan konzentrieren wir uns erst einmal auf diesen Unterstützungsbereich, denn das ist sehr, sehr interessant. Gut, in diesem Sinne wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende. Mal sehen, ob ich heute noch die Videoanalyse des Tages schaffe. Werden mal schauen, ob alles mitspielt. Aber ansonsten denke ich mal, sollte das heute noch passieren. Und falls mich jemand in diesem Video das letzte Mal hört, wünsche ich ein schönes Wochenende und verabschiede mich bis nächste Woche. Tschüss und viel Erfolg.